einen Schritt weiter! Gehen bleiben! Yeah.
se curra, Natchez abajo. Disparre a los Natchez. Disparamos aquí. ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Robot! Thanks.
Finge bien, Blaskovich. Solo eres otro nazi estúpido que va a por café en medio de la noche. Tú vuelve al camarote. No lo mires a los ojos. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas, wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten. Ach, Bobby. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin.
Adelante. ¿William? Sí. ¿Es para mí? Oh. Sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir algo bueno. Sé a dónde ir. Una forma de entrar en la prisión de Einsenwald. Hay un hotel, está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los... vuelven a la prisión de Einsenwald. Si sigue con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. ¡Ven rápido! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Einsenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis, es que vanidad no les falta.